Bis ins ausgehende 13. Jahrhundert schützten sich die Ritter mit Kettengeflechten vor Schwertschnitten und Stichen. Die Kettenhemden, Hauben, Handschuhe und Beinlinge bestanden aus mehreren ineinander verhakten Drahtringen. Die einzelnen Ringe waren vernietet, verschweißt oder einfach nur zusammengebogen. Ein Hemd bestand aus ca. 20.000 Ringen und hatte ein Gewicht von 12 bis 15 Kilogramm. Die Produktion eines Kettenhemdes war sehr aufwendig und nahm mehrere Wochen in Anspruch. Entsprechend hoch waren die Anschaffungskosten.